Das Eis in der Arktis wird weiter schmelzen. Der Permafrost in Sibirien wird weiter auftauen. Die Meere werden wärmer werden. Die Strömungen der Atmosphäre werden noch instabiler werden. Und es wird eine Welt werden, die wir nicht haben wollen. Auf keinen Fall. Wie schaffen wir nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltige Gesellschaften im 21. Jahrhundert? Ist der Suchprozess, der jetzt ansteht. Die einfachste Sache, die man machen kann, die können wirklich alle machen. Cliffhanger. Ich glaube, das Geheimnis der Zukunft wird das Zusammensein, wird das Brückenbauen sein. Hey, wir sind angekommen. Das ökonomische Problem ist gelöst. Wir müssen nicht mehr frenetisch immer mehr haben wollen. Wir dürfen sein. Niemand hat gesagt, dass Wirtschaft so funktionieren muss. Einfach nur ein Gebilde, das wir uns ausgedacht haben. Am Ende sind es Menschen, die zusammenkommen, kommunizieren und beschließen, etwas zu machen. Also wenn wir alle umweltschonend und schützend leben, das ist gut. Punkt. Das ist das Beste, was wir machen können. Ist das, was ich jetzt gerade tue, ist das sinnvoll? Und fuck ich gerade irgendjemand ab? Wenn ich die Größe habe, frühzeitig etwas loszulassen, dann ist das Teil des Neuen. Dann verliere ich nicht, dann trage ich bei. Mit möglichst vielen, die so mutig sind, da ist mir um unsere Zukunft nicht bang. Wohin wollen wir denn? Was wäre denn eine geile Welt? Weil Zukunft kommt nicht auf uns zu, Zukunft wird von uns gemacht. Und damit können wir jetzt anfangen. Mein Name ist Maja Göpel. Mein Name ist Harald Lesch. Ich bin der Waldemar. Und wir sprechen heute über, wie wir heute so wirtschaften, dass wir morgen noch wirtschaften können. Sei dabei. Was ist jetzt gut so?